So, hallo ihr Hübschen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um dieses Question-and-Answer-Ding, was ich vor ein paar Tagen gepostet habe. Und zuallererst will ich mich mal bei euch bedanken für die ganzen netten Fragen, die ihr gestellt habt. Vor allem, dass ihr euch an die Regeln gehalten habt und weder jemanden beleidigt habt, noch seine Religion angegriffen habt oder was auch immer. Das kommt ihr immer mal gerne vor. Bei so offenen Fragengeschichten. Aber nein, war alles super. Dafür erstmal ein herzliches Danke. Ich will eigentlich gar nicht lange rumreden und gleich anfangen, sonst wird das heute hier so ein 3-Stunden-Ding. Wir fangen einfach mal auf meiner Sportlerseite an. Ich habe hier mal mein Handy parat. Die erste Frage kommt von Nick Opriel. Welche Wettkämpfe sind für diese Saison geplant? Also es gibt zwei ganz, ganz wichtige Wettkämpfe. Das ist einmal die Arnold Classic und die Mr. Olympia Europe in Dortmund ist sie, glaube ich. Die finden jeweils am 23.09. und 23.10. statt. Also in Dortmund dürft ihr mich natürlich dann herzlich besuchen kommen. Da werde ich dann vor Ort sein. Nächste Frage gleich von Nick. Was willst du besser machen im Vergleich zur vorherigen Saison? Wow. Gute, gute Frage. Es war ja immer so, dass ich mich in den Diäten richtig abgefickt habe. Also ich habe mich dann von meinem sozialen Umfeld entfernt. Ich habe mich ein bisschen selbst bemitleidet. Das will ich dieses Mal besser machen. Ich habe gelernt, dass es nicht viel bringt, dich in deinem Zuhause einzusperren und zu warten, bis der Tag um ist. Wenn du den Tag, auch wenn es anstrengend ist, versuchst, produktiv zu nutzen, wirst du dir damit auf jeden Fall einen Gefallen tun. Das will ich besser machen. Ansonsten, ich habe jede Diät zu 1000% trainiert, gegessen, geschlafen, supplementiert. Ich habe alles on point gemacht. Da kann ich mir überhaupt nichts vorwerfen. Und dementsprechend waren, ich sag mal, also ohne jetzt hochzugreifen, in meinen jungen Jahren auch recht erfolgreich. Ja. Genau. Wie geht es mit den Kopfschusstagen in deiner Diät um? In Klammer Stimmungsschwankungen, Depression etc. Ja, wie gesagt, ich schließe mich halt ein und heul so vor mich hin. Zu Arnold's Classic war es so extrem, dass ich nicht mal meinen besten Freunden Einlass in mein Haus geboten habe. Also ich habe zu denen klipp und klar gesagt, ihr braucht nicht vorbeikommen, redet nicht mit mir. Ich habe, wenn ich's im Fitnessstudio getroffen habe, ich habe kaum ein Wort mit denen gesprochen. Dafür habe ich mich auch schon ganz herzlich entschuldigt, aber die kennen die ganze Prozedur ja schon. Lösung für das Ganze gibt's nicht. Versuch dich, also auch wenn es wirklich schmerzt und du keinen Bock hast und du dir es wirklich dreckig geht, tu irgendwas. Also mach einfach irgendwas. Ich habe damals angefangen, PlayStation zu zocken. Hört jetzt dumm an, aber das war halt die Ablenkung. Ihr kennt es selber, wenn ihr irgendein neues Spiel habt, da hockt ihr halt mal 8 Stunden davor und die Zeit geht so um. Das ist halt Gold wert in der Diät. Weil dich fickt der ganze Tag einfach nur ab, du hast keinen Bock mehr auf dein Leben. Also hört sich übertrieben an, ist aber wirklich Tatsache. Du hast einfach keinen Bock mehr. So, Matze Grünfeld. Servus, habe ich eine kleine Frage. Bla bla bla. Bin in der Massephase, esse sehr viel Eiweiß und Kohlenhydrate. Jetzt mein Problem, meine Muskeln wollen einfach nicht mehr wachsen. Ja, hast du einen kleinen Tipp, wie ich schnell und sauber zunehmen kann? Nun ja, du musst halt jetzt grob gesagt deine Makros decken. Hast du herausgefunden, wie deine Proteinsynthese ist? Wie viel Eiweiß kannst du verarbeiten? Isst du genügend Eiweiß? Isst du genügend Kohlenhydrate? Wirst du fett oder nimmst du nicht zu? Hast du genügend Fett? Weil Fett ist extrem wichtig, was Hormonbildung anbetrifft und, und. Vor allem Omega-3 regelt ganz, ganz viele Prozesse in deinem Körper, ohne die du halt nicht gut aufbaust. Als vierter Punkt kommen noch Vitamine, Minerale, so die Ecke dazu. Das ist alles so ein übergreifendes Ding, was nicht fehlen darf. Wenn dieses Paket nicht stimmt, wird auch dein Training nicht derart effektiv sein, dass du aufbaust. Und dann ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das Training darf auch nicht falsch sein. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, viel Gewicht hilft viel oder High Rep hilft viel. Ich bin eher der Freund von der gesunden Mischung. Also ich habe sowohl extrem schweres Training, also wirklich intramuskuläres Koordinationstraining, so also 3 Wiederholungen max. Oder ich habe auch mal ein High-Rep-Training, wo ich, keine Ahnung, in einem Giant-Set 70 Wiederholungen mache oder wie auch immer, die gesunde Mischung macht. Und wichtig ist auch, dass du deinem Muskel nie einen Gewöhnungseffekt bietest. Ich für meinen Teil, ich habe nicht mal einen Trainingsplan. Ich gehe ins Training, ich weiß, was tut mir gut, was tut mir schlecht. Und du musst auch so ein bisschen die Kick-Ass-Mentality haben. Wenn du ins Training gehst und willst möglichst gemütlich trainieren, wirst du auch keine Erfolge haben. Du musst wirklich so einen kleinen Sprung in der Schüssel haben und du musst dir selbst in den Arsch treten wollen. Dieses Selbstmassaker-Ding muss in deinem Kopf ein bisschen verkehrt sein. Dann funktioniert das. So eine Faustregel für guten Muskelaufbau gibt es nicht. Guck halt einfach, dass deine Basis stimmt.
Und dann musst du halt ein bisschen an den Supplements drehen. Es gibt Leute, die sprechen enorm gut auf BCAAs an. Da gibt es Leute, die tun es weniger. Bei denen bringt dann zum Beispiel abends ein Caseinshake was. Wie auch immer. Probier dich aus. Du wirst nicht rausfinden, wenn du es nicht ausprobierst. Andererseits könntest du dir oder könntest du mit einem Coach zusammenarbeiten oder jemandem, der viel Erfahrung in dem Thema hat. Der kann dir eventuell ein paar Tipps und Tricks sagen, wie du es probieren könntest, aber im Endeffekt liegt es dann doch an dir, es zu testen. Okay, Julian fragt, wie hoch waren deine Gesamtkalorien, gerne auch Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett zum Ende deiner Diät? Ist schon lange her, mein Freund, ey, fast 2 Jahre, leck mich am Arsch. Also ich kann dir sagen, ich hatte zum Schluss so 2600 Kalorien Richtung Arnold's Classic. Da lag es dann so bei 4% Körperfett. Wovon sagen wir mal 70% Eiweiß waren, ein kleiner Teil waren noch Kohlenhydrate und extrem, extrem wenig Fett. Ich glaube, ich hatte nicht mal mehr 30 Gramm Fett. So in dem Dreh. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich dir genau die Grammangaben sagen müsste. Also ich weiß, ich müsste ich mal meine alten Pläne rauskramen, wenn ich sie noch habe. Auf jeden Fall, es waren nicht mehr viele Energieträger dabei. Ganz zum Schluss waren es, glaube ich, 1,8 Kilo Fleisch am Tag. Ja, also das war dann zum Entladen. Da war ich dann auch schon wieder bei 2900, glaube ich. Ja, sowas in dem Dreh. Also 70% Eiweiß, 20 Kohlenhydrate, 10 Fett oder so. Also Pi mal Daumen. Markus Bendel fragt: Hallo Mike, hast du in deiner vorstehenden Laufbahn als Bodybuilder vor die Pro-Card zu erlangen oder visierst du nicht diesen Weg an? Danke dir und mach bitte weiter so. Ja, ich gebe Gas. Oh, das mit der Pro-Card ist so eine Sache. Früher, also als ich 11, 12 Jahre alt war, war es immer mein Traum, mal ein Profi-Bodybuilder zu sein. Oder jedes Kind träumt irgendwann mal davon, Profi-Fußballer zu sein. Das Ganze hat sich so ein bisschen geändert. Also klar, natürlich will ich Profi sein oder mich Profi nennen können. Aber unterm Strich, was ich will, ist erfolgreich sein in dem Sport. Und wenn du Pro bist, heißt es nicht, dass du erfolgreich bist. Wie viele Pros haben kein Zuhause, schlafen in dem Auto, haben nicht genug Essen für ihr Fressen, nicht genug Essen für ein Fitnessstudio, pennen im Auto vorm Gym? Gibt's viele. Ganz, ganz viele. Jetzt gibt's aber auch Amateure, sagen wir mal Rich Piana. Rich Piana ist kein IFBB Pro. Rich Piana hat aber ein dickes Haus, 5 Autos, ein Pool, der hat alles. Weil er erfolgreich ist und das will ich auch. Erfolg haben, aber Erfolg heißt nicht gleich Pro-Card. Pro-Card wäre cool, natürlich, aber nur in Verbindung mit Erfolg. Da musst du schon. Oh, ist schon schwierig. Also, ein Phil Heath ist nicht erfolgreich, weil er Mr. Olympia ist. Ein Phil Heath ist erfolgreich, weil er erfolgreich ist. Und das eine kommt zum anderen. Also, du musst keine Pro-Card haben, um erfolgreich zu sein. Und das ist der springende Punkt. Also, ja, geil wär's natürlich, aber es muss nicht sein. Aber so in meinem tiefsten Inneren will ich schon mal ein Pro sein oder mich Pro nennen können. Ja, Erik Briedemann. Ich bin noch nicht so lange dabei, um die Effektivität einschätzen zu können. Viele vertreten die Meinung, schwer macht schwer. Inkarnation des Spruchs ist wohl Rühl. Okay. Schwer macht schwer. Nur, es gibt ja viele Studien zu diesem Thema schwer trainieren und Hypertrophie und bla bla bla. Ja, es ist erwiesen, dass schweres Training eine stärkere Hypertrophie leistet als andere Trainingsmethoden. Ja, ich bin auch der Meinung, dass schweres Training deutlich bessere Erfolge verzeichnet als ein leichtes Training. Heißt aber nicht, dass nur schweres Training Erfolge bietet. Wie ich schon vorhin angesprochen habe, ich trainiere auch ziemlich abwechslungsreich. Ich habe jetzt, gut, ich habe von meinem Coach von Patrick Thur ein bisschen auf den Sack gekriegt, weil ich habe viel mit diesen Techniken gespielt, mit FST7 und ach, die ganze Palette. Ja, da hast halt unterm Strich enorm viele Wiederholungen und viele Arbeitssätze. Der hat sich das Ganze angeguckt, war nicht sehr abgeneigt davon, aber hat gesagt, dass ich aufhören soll mit diesem hochwissenschaftlichen Training. Er hat mich halt darum gebeten, wieder schwer zu trainieren. Und ich muss sagen, es hat so Früchte getragen. Also ich bin definitiv schwerer geworden. Ich habe Muskulatur wieder aufgebaut. Ich habe mein Plateau durchbrochen. Dennoch bin ich nie ganz von den Techniken weg. Ich habe die ein bisschen umstrukturiert, habe meine eigenen Techniken gefunden.
Da geht es dann zum Beispiel um ein Hypertrophietraining gemixt mit einer isometrischen Wiederholung, also mit einer statischen stehenden Wiederholung. SSS nenne ich das. Ihr könnt es mal bei meinen Videos gucken, das mache ich in nahezu jedem Training, ist eigentlich eine gute Methode. Und ja, also um die Frage korrekt zu beantworten, nein, nicht nur schweres Training macht Muskelaufbau, aber schweres Training macht auf jeden Fall Muskelaufbau. Es ist nicht zwingend notwendig, aber gut. Andere legen mehr Wert auf Ausführungen, angebrachtes Gewicht, Pakulski, Roman Fritz, was denkst du darüber? Ja, im Prinzip, es geht ja nicht darum, das Gewicht oder so viel Gewicht wie möglich zu bewegen, sondern die Effizienz des bewegten Gewichts auf Last des Muskels. Andere beschreiben es als Workload. Kleines Beispiel, ihr macht Bankdrücken 100 Kilo, eine Wiederholung, eine Sekunde Kontraktion. Haben wir 100 mal 1 mal 1, Workload 100 Kilo. So, jetzt machen wir Bankdrücken, eine Wiederholung, aber mit 3 Sekunden konzentrisch. Das heißt, wir haben einen Workload von 100 Kilo einmal gedrückt und dann aber in 3 Sekunden. Das heißt, der Workload ist jetzt nicht mehr 100, sondern 300 Kilo. Dementsprechend ist die Belastungseffizienz im Muskel deutlich, deutlich höher. Und das ist genau das, was Pakulski und Roman Fritz machen. Finde ich geiler. Also gut, ja, das ist, bei mir ist es eh mal ein bisschen ausgewogen. Ich habe mal, ja, wie soll ich sagen, mein Trainingsbeginn ist immer mit einem schweren Training oder mit einer schweren Übung. Da achte ich auch nicht drauf, wie geil und richtig cool die ausgeführt ist, sondern da geht es halt um Gewicht. Punkt. Bankdrücken, geführt, Gewicht. 160 Kilo schräg, bumm. 6 Wiederholungen, bumm. Kein Rumgelaber, gedrücke, fertig. Und dann gehe ich weiter zu geführten Sachen oder zu isolierten Sachen wie Cableflies. Da geht es dann drum, um wie langsam, wie korrekt führe ich die aus. Aber Beginn im Training ist immer schwer und simpel. So wie sich das mein Coach auch gewünscht hat und es funktioniert. Also ich habe so einen gesunden Mix aus beiden. Puh, großes Thema. Kevin Stütz fragt, sehr, sehr schöne Frage, was hat dich bewegt, mit dem Sport anzufangen? Also ich muss sagen, ich mache den Sport jetzt seit 10 Jahren, seit ich 11 Jahre alt bin. Das Ganze hat angefangen mit, nun ja, meine Eltern haben den Sport gemacht, also mein Vater wettkampforientiert, meine Mutter hobbymäßig. Es ist wie wenn dein Vater Fußballfan ist, ey. Irgendwann fängst du halt auch mit Fußball zu spielen, ja. Also der Apfel fällt nicht weit vom Birnenbaum, hat er immer gesagt. Dann war es ja so, natürlich habe ich Fußball gespielt, natürlich habe ich gut Fußball gespielt, natürlich habe ich Basketball gespielt, ich war im Handball, ich war im Tanzen, im Schwimmen, in Leichtathletik, im Geräteturnen, ich habe eigentlich jede Sportart gemacht, die es auf der Welt gibt. Aber Fitness und Bodybuilding war immer dieses Ding nebenher. Und ich habe da bis heute meinen Spaß nicht dran verloren. Dann ist es natürlich so, du bist 14 Jahre alt, jetzt fängt es langsam an mit. In der Schule wärst der Stärkste. Und wenn du dann einer bist, der schon so ein bisschen Muckis hat, der schon ein bisschen nach Sport aussieht, hört sich jetzt dumm an. Und das will ich auch nicht darauf beschränken, aber du wirst schon anders angesehen. Du wirst ganz anders respektiert. Du bist eine ganz andere Person. Die Leute also kommen dir mit dem ganz anderen Respekt entgegen. Und das findet ein kleiner 14-Jähriger natürlich voll geil. Wenn jetzt auf einmal die 16-Jährigen ihn nicht mehr ärgern, sondern keine Ahnung, vor 100 Leuten Hallo sagen, da fühlt sich cool. Das war bei mir nicht anders. Und das war natürlich noch ein Grund mehr zu sagen, ey, das ist cool, so, das mache ich jetzt weiter. Pumpe ich mich ein bisschen auf, dann finden mich die Eltern auch cool und so. Dann stehen die Weiber auf dich, weil wenn du irgendwie 20 Lappen neben dir stehen hast und du bist der Einzige, der nach was aussieht, also ich rede jetzt nicht hier vom Bodybuilding-Maßen, sondern von einem 14-Jährigen, der hat 2 Jahre, 3 Jahre trainiert, ja, dann finden die dich heiß. Und das findet ein 14-Jähriger halt geil. Also da muss man auch kein Hehl drum machen, ja, das ist halt Fakt. Noch eine Frage von Kevin. Was differenziert dich deiner Meinung nach von anderen Athleten? Ich glaube nicht. Also, was differenziert mich? Nix. Die Jungs trainieren, die Jungs essen auch, die Jungs supplementieren, die Jungs. Schwierig. Es gibt ja andere Körperstaturen, andere Frames, andere Körperrahmen, sage ich mal. Die einen haben weitere Schultern, die anderen haben eine schmale Taille, da gehöre ich dazu.
Ich bin nicht der Typ, der mega kloppig mit 130 Kilo rumrennt. Ich bin der, der seine 100 Kilo hat, eine schmale Taille, einen großen Rücken hat und eine ziemlich, also ich will mich jetzt nicht loben, aber eine ziemlich schöne Linie hat. Das ist das, wo ich sage, das zeichnet mich ein bisschen aus. Und dann vielleicht meine Kühe. Also die Kühe, da gebe ich mir immer extrem Mühe. Die hebt sich auch ein bisschen von den anderen ab. Ansonsten, wir kochen alle mit Wasser. Oder wir kochen alle mit Öl, wie auch immer man das nennen will. Wir fahren alle denselben Ferrari auf demselben verkackten Rennen. Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich mich von anderen jetzt groß differenziere oder abhebe. Jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen, glaube ich. Jonas Pierre, oder wie auch immer man es ausspricht, sieht man nicht auf der FIBO privat oder auf irgendeinem Stand. Also ich bin auf jeden Fall da und zwar alle Tage. Und ich bin auch an einem Stand, aber ich werde euch noch nicht verraten, wo. Ihr werdet es dann schon sehen. Ich werde es dann groß auf Facebook und Co. posten. Ihr werdet es nicht verpassen, versprochen. Es wird ein ziemlich bekannter Stand sein. Jeder, also ohne Ausnahme, jeder von euch wird diesen Stand kennen. Und ihr werdet da auch den ein oder anderen IFBB Pro treffen. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon ganz tierisch, euch alle wieder zu sehen. FIBO ist immer so das Mörder-Event für mich. Das ist cooler als jeder Wettkampf. Und also auf der FIBO sehen wir uns auf jeden Fall an allen Tagen. Peter van Hüx fragt: Mich würde interessieren, welches Equipment du beim Training benutzt. Gürtel, Handschuhe, Schuhe. Habe ich eine Zeit lang oder bis heute noch viel mit Sheik zusammengearbeitet. Sheik hat mir damals Trainingshaken, Griffhilfen, also Zughilfen, einen super Gürtel und Kniebandagen gegeben. Also das ist so, ich nenne jetzt mal mein Basic Equipment, was ich benutze. Gürtel sowieso immer, also egal bei welchem Training. Hat mir Patrick befohlen, dass ich halt ein bisschen die Hüfte und die Taille schmal halte, weil gerade bei schwerem Training ist es ja so, dass man enorm die Stabilisationsmuskeln benutzt. Die sollte oder will ich möglichst ja, ausblenden einfach. Handschuhe, nee, ist nicht so mein Ding. Also ich habe lange Handschuhe benutzt, aber das irgendwie macht den Griff einfach dick und es fühlt sich nicht so geil an. Aber Zughilfen helfen da schon. Wenn es einmal wirklich an schweres Gewicht geht, dreistelliger Bereich, sind Griffhilfen schon ganz geil. Schuhe habe ich beim Beintraining diese Five Fingers, also Socken quasi mit Füßelchen. Ich hatte eine ganze lange Zeit immer Knieschmerzen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, woran kann das liegen? Liegt es an meinem Stand? Liegt es an den Schuhen? Dann habe ich mal barfuß trainiert eine Zeit lang und plötzlich war es weg. Ich hatte keine Knieschmerzen mehr. Natürlich, aus hygienischen Gründen war das nicht gerne gesehen in meinem Fitnessstudio. Also habe ich mir diese Socken gekauft oder Schuhe. Adidas Adipure heißen die. Trainer irgendwie, bla bla. Ja, so. Geil. Aber das ist auch im Prinzip alles, was ich benutze. Mehr brauche ich nicht. Und halt natürlich Kopfhörer, das ist wichtig. Christian Madeira Figo fragt: Aufbauen mit gutem KFA, was sind deine Tricks, um mit möglichst solider Form aufzubauen? Keine Scheiße fressen, Leute. Ganz einfach. Wenn ihr den ganzen Tag. Es gibt, also es gibt Geneten, also ich nenne sie mal Geneten wie mich. Ich kann drei Pizzen am Tag fressen, ich werde nicht fett. Das Ganze habe ich mal auf die Spitze getrieben mit meinem damaligen Coach, mit dem Spiros. Da haben wir 9.348 Kalorien daily gegessen. Ich rede hier von 60 Eier, einem Kilo Fleisch, einem Kilo Reis, eine Packung Haferflocken, 1,5 Liter O-Saft, halbes Kilo Quark, 600 Gramm Frischkäse, alles am Tag und noch Burger abends natürlich. Ich kam nicht über 13%. Wie ich wollte, ich kam nicht über 13%. Gut, ich hatte eine dicke Fresse und so, aber ich kam nicht drüber. So, mit guter Form aufbauen. Jetzt esse ich statt 9000 Kalorien 5000 und habe eine super Form, liegt bei 10%, alles ist cool. Jetzt ist es natürlich so, andere Leute können nur 3000 essen, dass sie eine gute Form haben und aufbauen. Aber dann ist das so. Dann verstoffwechselt ihr Dinge einfach anders wie ich und dann reicht euch auch weniger. Seid froh drum, dann müsst ihr nicht so viel fressen. Ist manchmal nicht so geil, wenn man den ganzen Tag essen muss. So, Sebastian Raab. Feste Bestandteile deiner Ernährung für Masse. Besser gesagt, was isst du jeden Tag an Nahrungsmitteln? Welches Essen muss deiner Meinung nach jeden Tag gegessen werden und warum? Erklärt sich von alleine, dass Reis und Co. nicht die Rede wert ist. Habe ich vorhin schon kurz angerissen, da geht es um Mikronährstoffe, nennt man das. Minerale, Vitamine. Früher, also ich rede mal von 2014, war für mich das absolute Basic Reis und Fleisch.
Das sind die Basics, die mussten für mich gedeckt sein. So, und dann ist halt mal eine Gurke reingeflogen oder mal eine Tomate. Das hat sich alles so ein bisschen geändert. Mittlerweile achte ich darauf, dass meine, ja, wie soll ich sagen, meine Basics, also alle Basics, ich rede hier auch von Omegas, ich rede hier von Fetten, ich rede hier von Kohlenhydraten, ich rede hier von verschiedenen Proteinquellen, dass die gedeckt sind. Dazu gehören natürlich Eier, Rind, Fisch, Chicken und Quark oder Casein. Kohlenhydrate wechseln sich auch ab. Ich esse zum Beispiel auch mal Müsli. Ich esse Süßkartoffeln, ich esse Kartoffeln, ich esse Reis, ich esse mal ein Brötchen, ich esse mal ein Vollkornwrap. Es ist viel, viel, vielseitiger geworden und das ist auch gut, weil du gibst deinem Körper ständig neuen Input, den er vielleicht letzte Woche vermisst hat. Wenn du ständig Reis, Fleisch und Brokkoli isst, wird zum Beispiel, keine Ahnung, das Kalzium fehlen aus der Milch oder so. Oder wie auch immer, das Magnesium, das Kreatin aus dem roten Fleisch. Das sind alles so Sachen, deswegen, ja, esst vielseitig, damit werdet ihr euch einen Gefallen tun. Ja, um die Frage ordnungsgemäß zu beantworten, was muss gegessen werden? Es muss das gegessen werden, um dein Basic zu decken. Und Basics decken ist das, was ich gerade vor einer Minute erklärt habe. Also die ganze Palette an Dingen, die du für Muskelaufbau brauchst. Ingo Kevich fragt, was hältst du von High Intensity? Und wie würdest du es interessieren? Also, ja, was hältst du von High Intensity? Ich hasse High Intensity Training. Das ist das schlimmste Training in meinen Augen. High Intensity Training löst bei mir eine enorme Milchsäurebilanz aus. Ich könnte kotzen, so Schmerzen habe ich im Muskeln. Patrick Thur hat ja sein berühmtes SST-Training. Ein Sacroplasma Stimulation Training. Du hast eine, sagen wir mal, eine Beinpressübung, da hast du 8 Sätze und immer kürzer werdende Pausen. Das ist schon verdammt böse. Und im Anschluss kommt dann zum Beispiel eine Hackenschmidt-Übung, da machst du deine 8 Wiederholungen, ohne Pause reduzierst du es um 20%, dann hast du 5 Sekunden in der konzentrischen langsam, dann 5 Sekunden in der negativen, dann hältst du das. Das sind alles so High-Intensity-Techniken, da könnte ich abkotzen. Leider ist es dementsprechend auch intensiv und bringt was. Also unterm Strich ist es schon ein geiles Training, aber enorm anstrengend. Jetzt gibt es die ein oder anderen Leute, die sagen, okay, Milchsäure, ja, ist Katabol, ist nicht so geil für den Muskel. Ja, haben sie recht. Deswegen bin ich kein Fan von Dauer High Intensity. Außerdem gibt es noch ein paar gute Supplements dagegen, wie Arginin, Citrullin, ja, Kreatin, alle die Dinge, die ein bisschen dein Blut in Schwung bringen, die transportieren ein bisschen Milchsäure ab. Klar, wird das dein Muskelbrennen nicht verhindern, aber das hilft dann schon dagegen. Also High Intensity sehr effektiv, aber auch sehr anstrengend. Hab dein Armtraining im Programm 1 zu 1 aufgenommen, bin begeistert, will mich von mehr Trainingsvideos freuen. Lohnt sich das zu warten? Ja, lohnt sich zu warten. Ich habe ganz viele neue Trainingsvideos. Vor allem habe ich ein Beintraining aufgenommen nach SST von Patrick. Also ich finde es interessant, das Video. Ich kannte so ein Training vorher nicht. Das ist zwar zum Abkotzen, ist mega anstrengend, aber ich glaube, es ist ganz lustig zu sehen. Ich habe auch nicht allzu viel geschnitten. Das Video geht fast 40 Minuten, dass sie auch so die Pausenzeiten erlebt. Was mache ich? Wie reagiere ich? Heule ich rum? Heule ich nicht rum? Wie anstrengend ist es? Also die ganzen Background-Infos, die sonst immer weggeschnitten werden, die Pausen, die habe ich euch mal drin gelassen. Also ich finde dieses ganze Drumherum viel interessanter als die Beinpressbewegung an sich. Natürlich habe ich die drin gelassen, dass ihr das seht, wie ich das ausführe, aber dieses ganze Drumherum habe ich euch drin gelassen. Also da könnt ihr drauf warten. Es dauert auch nicht mehr so lange, dann ist das online. David Sinan, oh, liebe Grüße an dich, David. Unser Training, das holen wir nach nächste Woche, wenn du nicht mehr krank bist. Wie wichtig sind für dich Makros? Schwierige Frage. Im Prinzip scheiß auf Makros. Scheiß auf die Zahl, die da steht. Wichtig ist, dass du es isst. Also, dass du gegessen hast. Klar, das ist so wie die Zahl auf der Waage. Natürlich gibt die dir so einen kleinen Richtwert, an dem du dich orientieren kannst. Wenn jetzt aber auf der Waage plötzlich 5 Kilo mehr stehen und du Angst hast, du hast zugenommen, aber deine Form ist deutlich besser, dann scheiß doch drauf, was auf der Waage steht. Oder wenn bei Frauen ist ganz schlimm, wenn die ein Kilo zunehmen, dann brechen die in Tränen aus, aber dass der Arsch 5 cm gewachsen ist, das sehen die nicht. Deswegen scheiß auf die Waage. Ja, Makros ist das, was du unter dem Zettel stehen hast, um es zu essen.
Aber du brauchst nicht zwingend Makros, um zu essen. Ich habe vor, keine Ahnung, lass mich mal lügen, vor 3, 4 Jahren habe ich nicht gewusst, was Makros sind. Da habe ich aber auch gegessen und da bin ich auch gewachsen. Ich wusste, okay, ich brauche so ein halbes Kilo Fleisch, morgens esse ich mal so 10 Eier, dann esse ich mal 2 Packen Reis dazu, paar Kartoffeln, abends ein Quark, fertig. Da wusste ich, okay, ich habe meine Basis gedeckt an Protein, an Kohlenhydraten. Da habe ich vielleicht noch, lass mal lügen, eine Pizza gefressen, dann hat ja noch Fett. Zwar kein gutes, aber ich hatte Fett. Fertig. Und das hat auch geholfen. Also, wie gesagt, Makros ist in Ordnung als Richtwert, genauso wie die Waage gut ist für einen Richtwert. Aber in meiner Welt ist es nicht bitter nötig, eine Zahl dort stehen zu haben, wenn ich das auch vom Kopf her mir bewusst mache, dass ich das brauche. Okay, so jetzt haben wir mal Facebook durch. Jetzt müssen wir mal gucken. Auf Instagram habe ich das natürlich auch gepostet für die Leute, die, ja, wie soll ich sagen, keinen Bock auf Ding haben auf Facebook. So, was steht hier noch? So. Wie bekommt man so eine Form hin? Ja, habe ich schon beantwortet. Geht's, esst halt gescheit und trainiert gescheit, dann klappt es auch. Wie trainierst du im Aufbau? Wie oft in der Woche hast du Übungen im Plan, was du machst? Alles nach Gefühl, ja. Habe ich auch schon vorhin beantwortet. Ja, ich trainiere nicht nach Plan, ich trainiere nach Gefühl. Wie viele Mahlzeiten isst du am Tag? Shakes auch. Ich habe, lass mich lügen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Essen am Tag. Sind viele Fragen, wenn ich frage, dann so blablabla. Ja, Grüße aus Düsseldorf, Grüße aus Düsseldorf, Grüße aus Heidelberg zurück. Also, um das mal kurz anzureißen, ich habe morgens natürlich, ich habe Eier, ich habe Haferflocken. Dann, ganz wichtig ist halt, ich habe 250 Gramm Rind, 500 Gramm Hühnchen. Und dann habe ich natürlich noch 250 Gramm Fisch. Abends darf ich keinen Quark mehr essen, ich muss Casein, Pulver trinken. Anweisung von Coach, von Patrick, also leiste ich dem Folge. Wird schon seinen Grund haben. Ja, was hältst du von der Ketogen-Anabolen-Diät? Oh, als eingefleischter Bodybuilder finde ich Kohlenhydrate natürlich wichtig. Jeder von euch weiß, Kohlenhydrate werden sorgen für den Insulinausstoß. Insulin ist ein anaboles Hormon, dementsprechend in meiner Welt nötig. Jetzt ist es aber auch so, 1 Gramm Kohlenhydrate zieht 2,6 Gramm Wasser. Dementsprechend, wenn du keine Kohlenhydrate hast, wirst du auch dementsprechend weniger Wasser im Körper haben. Hat einen optisch schönen Effekt. Aber was ich festgestellt habe, ist, also vor allem bei mir festgestellt habe, ist, wenn ich wenig Kohlenhydrate esse, adaptiert es der Körper. Der Körper gewöhnt sich daran, dass du, sagen wir mal, nur 100 Gramm Kohlenhydrate isst. Dementsprechend brennt dein ganzer Organismus nur für 100 Gramm Kohlenhydrate. Den Effekt hast du bei Fett fast nicht. Ihr müsst euch das vorstellen wie Kohlenhydrate sind der Spiritus in das Lagerfeuer und das Fett sind eher die Briketts, die du auf die Flamme legst. Die brennen ein bisschen seichter. Das andere ist explodiert. Und ohne diese Explosion funktioniert dein Stoffwechsel ein Ticken anders. Also ich bin kein Freund von Ketogen. Anabol, ja, also Anabolidät hat ja was damit zu tun mit viel Eiweiß. Viel Eiweiß ist wichtig. Das Einzige, was den Körper Muskulatur aufbaut, sind Proteine bzw. Aminosäuren. Fleisch, Eiweiß, umgewandelt zu Aminosäuren, bla bla, in den Muskelaufbau und und. Wichtig. Aber Kohlenhydrate finde ich auch wichtig. Ohne Insulin, eine schlechtere Transportmatrix, eine schlechtere Aufnahme für Muskulatur, bla 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 bla. Ja, ich bin kein Fan davon. Unterm Strich bin ich kein Fan davon. Wie kann man ein Brustdefizit ausgleichen? Also, trainiere sie anders. Wenn du merkst, dass, also Leo hat gefragt, wenn du merkst, deine Brust wächst nicht, dann änder was, dann stimmt irgendwas nicht. Also ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt dein Essen oder dein Training, wie auch immer, änder irgendwas. Meinen Klienten sage ich immer, okay, wenn du eine Muskelgruppe hast, die nicht richtig wächst, dann nimmst du dir 20 Gramm BCAAs und irgendwie 30, 40 Gramm Traubenzucker während dem Training und gibst deinem Muskel richtig bös. Also übertreib's richtig, maßlos. Du musst den richtig massakrieren.
Durch diesen Traubenzucker hast du einen höheren Insulinausstoß, hin und wieder Aminosäuren werden besser transportiert. Im Training hast du die Möglichkeit, lokal zu durchbluten, also angereicherte Aminosäuren werden schneller in den Muskel transportiert, den du trainierst. Mega gut. Dementsprechend könntest du deinen Muskel ganz anders mit Nährstoffen versorgen. Könnte sein, dass es hilft. Andererseits erhöhe die Intensität vielleicht, vermindere die Intensität vielleicht, trainiere ihn vielleicht doppelt, trainiere ihn vielleicht nicht doppelt. Das sind alles so Sachen, musst du ausprobieren. Da gibt es kein Geheimrezept für. Vielleicht liegt es auch einfach, oder orientiere dich an den Muskeln, die stark sind. Wie trainierst du die? Vielleicht hilft es auch bei der Brust, wer weiß. Laufis fragt: Tipps gegen eine Disbalance im Lat. Die eine ist ein bisschen besser als die andere. Gibt es oft, gerade weil, also wenn du anfängst zu trainieren, wir reden jetzt mal vom ersten oder zweiten Jahr, du wirst dein ganzes Leben lang, wenn du Rechtshänder bist, immer mit rechts greifen. Du wirst mit rechts aufheben, du wirst mit rechts putzen, du wirst mit rechts deine Zähne putzen. Alles, was du tust, ist geschult auf deinen rechten Arm. Die ganze Motorik funktioniert aus dem Arm. Dementsprechend brauchst du weniger deine Brust oder deinen Latissimus. Dementsprechend wächst aber die andere Seite besser, weil da ist dein Arm nicht geschult. Da übernimmt ein Großteil der Bewegungen wirklich die großen Muskeln wie Brust und Latissimus. Dementsprechend sind die meistens besser ausgebildet. Das Einzige, was du machen kannst, ist trainierst. Trainier die andere Seite ein bisschen mehr. Oder übertreib's mit der schlechten Seite nicht. Das ist wieder so ein. Angenommen, du trainierst den guten und den schlechten Muskel auf 100%. Also wirklich bis zum Overkill. Dann wirst du merken, dass deine starke Seite natürlich noch einen Satz mehr schafft. Das Dumme ist, wenn du jetzt den Satz weglässt, dann wird die andere Seite natürlich weniger ausgebildet. Wenn du auf der schwachen Seite noch einen Satz mit dranhängst, kann sein, dass du in Übertraining kommst. Deswegen, also ich habe halt früh angefangen zu trainieren. Bei mir ist das alles nicht so. Meine Arme sind auf den Millimeter gleich sogar. Das gibt sich mit der Zeit. Was du machen kannst, du kannst versuchen vom Kopf her, also von der Mind-Muscle Connection, versuchen den Muskel gezielter anzusteuern. Ja. Punkt 2, deine Meinung zu Squats und Deadlifts. Ist ja im Moment ein Hype. In Bezug auf den Bodybuilding braucht man das? Nein. Nein. Simple Antwort: Nein, man braucht es nicht. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe auch jetzt, lass mich lügen, 40 Kilo zugenommen. Also seit ich 11 Jahre bin, klar, ich bin noch ein bisschen gewachsen und meine Knochen, bla 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 bla. Ich habe 40 Kilo zugenommen, ohne ein verficktes Mal Kreuzheben zu machen. Ich habe niemals Kreuzheben trainiert. Ich hatte ab und zu mal einen schlechten Tag, wo ich Frust hatte, da habe ich mal Kreuzheben gemacht. Das war dreimal in meinem ganzen Leben. So, ich habe auch einen dicken Latissimus. Ich habe auch dicke Beine. Wovon ich immer so ein bisschen Fan war, klar, Kniebeugen ist halt eine wichtige Übung fürs Bein, für den Oberschenkel. Muss man aber nicht. Es geht darum, den Muskel zu belasten. Und ob ich das mit Kniebeugen mache oder mit der Beinpresse, ist schnurz egal. Klar, es ist eine andere Belastung und eine andere Bewegung, aber unterm Strich musst du den Muskel belasten. Wie du das machst, ist wurscht. Roman Fritz zum Beispiel, ihr habt es vielleicht schon gesehen, macht eine Übung an der Hackenschmidt. Und macht da 10, 12 Sätze, wie auch immer. Und das reicht, weil sein Bein wächst halt auch. Punkt. Ganz einfach. Nee, also dieser Hype ist, naja, in meiner Welt unbegründet. Muss nicht sein. Lebensmittel für Gelenke und Sehnen. Oh, schwierig. Also ich supplementiere das eher. Da geht es um Glucosamin zum Beispiel. Glucosamin sorgt für eine also erhöhte Regeneration der Gelenke und Sehnen. Ich habe, also es gibt eine Studie zu, die aber nicht eindeutig beweist, dass das Glucosamin auch wirklich an die Sehnen kommt, weil die sind mega, also schlecht durchblutet. Aber Glucosamin an sich, ja, regeneriert Sehnen und Gelenke. Lebensmittel dazu, schwierig. Nicht in der Dosierung. Worauf ihr halt achten sollt, klar, gut, Calcium und so, Magnesium, das sind aber die Basic-Mineralien, die ich, wie vorhin schon gesagt habe, durch die ganzen anderen vielfältigen Nahrungsmittel aufnimmt, wie jetzt zum Beispiel Gemüse oder rotes Fleisch oder ja, ihr wisst ja, was ich meine. Lieblingscheat. Oh, Lieblingscheat. Also ich habe ja, ich nenne es mal so einen kleinen psychischen Knacks. Ich könnte jetzt nicht wahllos einfach den ganzen Tag Pizza essen. Pizza oder Butterbrot.
Butterbrot ist das Schlechteste, was du machen kannst. Das ist einfach nur Fett und Kohlenhydrate. Da ist nichts, absolut fucking nichts, was effizient zum Muskelwachstum hilft. Also gar nichts. Kein Gramm fucking Eiweiß. Deswegen, für mich, also mich beruhigt es immer, wenn ich einen Burger esse. Da weiß ich, okay, ich habe 540 Gramm Patty, also Fleisch, so fett, so riesig. Da weiß ich, okay, da habe ich meine 80 Gramm Eiweiß. Und dann, gut, da kann halt mal Soße drauf liegen oder ein Burger, Brot, scheißegal, aber ich habe halt mein Eiweiß. Also Lieblings, ich liebe Cordon Bleu, also Cordon Bleu ist saugut. Burger, ich esse gern Burger. Spaghetti Bolognese esse ich gern, wobei das zähle ich eigentlich fast nicht als Cheat, weil Nudeln sind hochwertige Kohlenhydrate und eine Bolognese besteht für mich aus Rinderhack und ein bisschen Tomate. Also da ist absolut nichts Verkehrtes dran in meiner Welt. Ansonsten, ich liebe Ben & Jerry's Eis. Aber dazu musst du natürlich einen Shake trinken, weil sonst drehe ich wieder ab, wisst ihr Bescheid. Ja, also das sind so meine absoluten Lieblingsdinger. Wie bist du zum Sport gekommen? Habe ich vorhin schon erklärt. Mama, Papa, ja, ich nenne es mal Aufmerksamkeit durchs Umfeld. Also hat mich halt dazu gebracht, dass ich das länger mache oder gern länger mache. Ja, also das mit dem Aufmerksamkeitsding, gut, man kann es bewerten, wie man will, aber dadurch, dass du Aufmerksamkeit erlangst, durch etwas, was du gut kannst, wirst du das auf andere Dinge anwenden. Ich zum Beispiel, ich war ein mega beschissener Schüler. Ich bin, glaube ich, von der Schule geflogen mit einem Schnitt von 4,8. Also schon ein paar Jahre her, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Dann im Laufe vom Sport habe ich mir angeeignet, dass du durch gute Leistung gute Erfolge machst und das honoriert wird durch Aufmerksamkeit, durch, ey, das ist aber klasse, so, wow, cool, Mann, das würde ich auch gerne machen. Und so, ey, wie hast du das geschafft? So, die Aufmerksamkeit, die du kriegst, ist viel wertvoller als die Eins, die du irgendwo stehen hast. Jetzt ist es so, jetzt hast du eine gute Note, jetzt fangen die Leute auch an zu sagen, ey, Mike, hattest du nicht letzte Woche eine 5, jetzt hast du eine 1, ist doch saugeil. Und auf einmal merkst du, ah, hilft dir doch. Und also allein durch diese Aufmerksamkeit, die du im Bodybuilding kriegst, kannst du das unter Umständen auch auf dein anderes Leben ein bisschen umwenden. Ja, so. Letzte Frage, dann sind wir auch schon, keine Ahnung, bei einer Dreiviertelstunde, glaube ich. Wie machst du das mit dem Entladen, Aufladen vor einem Wettkampf speziell? Wie gehst du das mit dem Salz an? Sehr heikles Thema. Bin ich auch ein bisschen vorsichtig geworden, weil du kannst mit dem Entladen, Aufladen deine Form quasi um 10% verbessern, aber um 120% verschlechtern. Ich habe Leute gesehen, die vorm Wettkampf mega gut aussahen und dann zum Wettkampf wie ein Scheißhaufen. Und das ist es nicht wert, nach 5 Wochen Diät irgendwie. Ja, das ist wie wenn du einen Ferrari kaufst, vorher durch eine Dreckpfütze fährst und sie dann auf den Präsentationsteller stellst. Das ist Kacke. So. Aber um die Frage korrekt zu beantworten, wie gehe ich damit um? Ich zähle immer 7 Tage bis zum Wettkampf. Sagen wir mal, der Wettkampf ist Samstag. Samstag ist der Wettkampf, Samstag ist Tag X. Dann fange ich an, Montag, Dienstag, Mittwoch 10 Liter zu trinken, 10 Liter Salz zu essen. 10 Gramm Salz zu essen. Dann donnerstags reduziere ich das alles schon auf 5 und 5. Und freitags dann schon gar kein Salz mehr, nur noch ganz wenig trinken. Das kann dann auch 1 Liter sein oder so. Und dann Samstag auch natürlich kein Salz, aber dann wird natürlich halt geladen. Freitag wird auch schon geladen mit Reis und bla bla bla. Ja, und dann geht's halt zum Wettkampf. Und dann darf halt mal schlückchenweise was getrunken werden. Der Muskel ist ja dann natürlich ein bisschen flach. Da soll auch ein bisschen Flüssigkeit rein. Also gerade beim Pumpen ein bisschen was dazu trinken ist gar nicht verkehrt. Dann funktioniert das. Das ist aber jetzt keine Anleitung für irgendjemanden. Das ist von jedem unterschiedlich. Es gibt Leute, die machen das mit irgendwie 3 Gramm Salz und 12 Liter Wasser. Das hilft wunderbar. Im Prinzip geht es ja nur darum, deinen ganzen Körper zu verarschen. Also vor allem die Nierenaktivität hochzutreiben, um deinem Körper zu zeigen, ey, wir haben viel zu viel Wasser drin, so spül mal aus. Und das möglichst noch am Wettkampftag zu halten. Und dadurch, dass du weniger trinkst, dein Körper aber noch im Modus ist von wegen, oh, das muss alles raus, spülst du mehr aus, als drin ist. Und wie gesagt, dann kommen wir zu dem Effekt, dass du entwässert aussiehst. Und dann ist das alles on point. Ja. Okay. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich glaube, ich habe genug geredet. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Werden wir es öfter machen. Habe ich ein gutes Gefühl bei. Hat mich auf jeden Fall mal gefreut und macht mir Spaß. Alles Weitere bleibt dran. Ihr wisst, Freitag ist wieder das nächste Video draußen. Und bleibt dran, gebt Gas und dann adieu, bis bald.